an alle Glock-Fans da draußen. Heute stelle ich euch vor die Gen 5 Glock 45 von Glock. Wie immer, alle Waffen sind entladen und gesichert aus Sicherheitsgründen. Und dann fangen wir mal an. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Hergestellt in Österreich bei Glock haben sie jetzt auch diese Generation 5, Glock 45. Das ist ein Zwischending zwischen der Glock 17 und der Glock 19. Sie verbindet quasi so die beiden Pros dieser beiden Waffen, um auch für Leute mit kleineren Händen eine Art kompakte Waffe mit den Vorzügen einer Glock 19 zu bieten. Ich selber habe jahrelang mit Glock 17 trainiert, 4 Jahre lang, um genau zu sein, bevor ich mich umentschieden habe auf eine andere Waffe, weil ich gemerkt habe, dass mir das Griffstück nicht liegt. Ich muss aber sagen, gleich vorneweg, die liegt wunderschön in der Hand. Wunderschön. Umso besser, also viel, viel angenehmer als jetzt quasi eine Glock 17 der alten Generation. Der Trigger Reset. Sehr stark merkbar. Da gibt es also nichts irgendwie, was man übersehen kann. Fühlt sich definitiv auch anders an, dieser Trigger, als die Vorgängermodelle. Viel direkter, viel klarer. Und das Einzige, was ich persönlich nicht so toll finde, der Auswurf für das Magazin. Super schwer. Kann natürlich jetzt daran liegen, dass die Waffe einfach brandneu ist und dass die sich erstmal ein bisschen einarbeiten muss. Das ist was, was mir auf den ersten Blick jetzt auffällt. Und noch eine Sache, die ich persönlich immer ein bisschen schwierig fand bei Glock, wobei sie hier jetzt noch geht, ist der Verschlussfanghebel, der einfach sehr, sehr klein ist. Und um den runterzudrücken, mit dem linken Daumen würde das gar nicht gehen. Ach, mit dem rechten gerade so. Also da ist schon sehr viel Kraft für mich erforderlich, muss ich sagen. Und wie ihr seht, mein Daumen reicht auch gerade so hin, dadurch, dass ich sehr kleine Hände habe. Aber alles in allem wunderschön. Vorne, man sieht auch, diese Abrundungen am Schlitten sind schon mal auch anders als bei den Vorgängermodellen, die einfach wirklich gerade abgehackt waren. Die sieht jetzt einfach ein bisschen abgerundeter und feiner aus. Und dann gehen wir jetzt gleich mal zu den Daten. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Wie ich gesagt habe, halbautomatische Pistole 9x19mm ist das Kaliber. Die Magazine gibt es in verschiedenen Ausführungen, in 17 Schuss, 19 Schuss, 24 Schuss, 31 und 33 Schuss. Ihr wisst natürlich, in Deutschland über 21 Schuss nicht mehr möglich für Kurzwaffen. Die Lauflänge ist bei 102 mm, die Gesamtlänge 189 mm und ein Gewicht von 860 Gramm. Den ungefähren Preis für Deutschland weiß ich jetzt leider nicht, da müsst ihr mal bei eurem örtlichen Händler vorfragen. In den USA kriegt ihr sie für ungefähr 600 Dollar. Was hier auch toll ist, eine Besonderheit, sie kommt auch mit 4 verschiedenen Rückenhandgriffen, also Griffstücken, die man hier durchwechseln kann. Das ist schon mal eine richtige Menge. Und sie kommt auch mit 3 Magazinen. Da muss ich sagen, bin ich das erste Mal auch von der neuen PDP ein bisschen enttäuscht gewesen, dass sie nur mit 2 Magazinen kam, nicht wie die Vorgängermodelle mit 3. Da hat Glock definitiv aufgeholt, aber wir wissen ja, Glock-Magazine sind nicht allzu schwer zu bekommen und auch immer relativ preiswert. Okay, und jetzt wollen wir mal raus und gucken, was die Gute auf der Shooting Range so alles kann. Die Glock 45, meiner Meinung nach die beste Glock, die ich bisher in der Handhabung geschossen habe. Das Griffstück fühlt sich definitiv einiges besser an als bei allen anderen, die ich bisher so schießen konnte. Würde auf jeden Fall im Gegensatz zu einer Glock 17 die Glock 45 nehmen. Hab fast gar keinen Rückstoß gemerkt. Sie fühlt sich super an, sie schießt sich super. Alles in allem eine klasse Waffe.